Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi. Und das ist der Marc. Und ich bin der Marc, ja. Und der hat irgendwas vor sich hingesummt, was ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht so genau. Wir haben heute den 5. Oktober, aber ich werde es gleich erfahren. Ihr sicherlich auch. Ja. Und am 5. Oktober haben wir ein Geburtstagskind. Und wenn du das... Richtig. Ah! Warte mal, pass auf. Ich zeig dir das. Nein, ich weiß es. Du musst nichts einblenden. Heute hat bestimmt der Komponist von Axel F. Richtig. Geburtstag. Harold Faltermeier. Harold. Faltermeier, genau, ja. Der Komponist von Axel F. Ja. Das Lied, was ich eben schon ein bisschen mal angesummt habe, ja. Der ist am 5. Oktober 1952 geboren und hat natürlich die grandiose Titelmelodie für Beverly Hills Cop gemacht und Axel F. Und natürlich auch für Top Gun, wusste ich gar nicht. Hat er auch gemacht? Ja, steht hier, Top Gun. Aha, okay. Mhm. Ja, aber am 5. Oktober 1989 wurde in Deutschland auch das Ladenschlussgesetz gelockert. Vorher durfte man nur bis 6:30 einkaufen. Ui. Weißt du es noch? Ja, ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und damals wurde, das war aber erst der sogenannte lange Donnerstag. Damals durfte man am langen Donnerstag bis 20.30 Uhr einkaufen. Zwei Stunden länger. Das stimmt. Ja, und das heutzutage, vergisst man immer wieder, ne? dass das damals immer so ein bisschen reglementiert war. Ja, ne? Das war bis 6:30. 6:30 waren alle Läden zu. Aha. Hammer, ne? Wow. Ja, aber heute, zack, egal. Kann jeder machen, wie er will, oder? Weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall haben die ja teilweise bis 22 Uhr mindestens auf die Supermärkte. Wow. Ja, das ist der 5. Oktober und am 5. Oktober hast du da auch noch was mitgebracht? Nee, ich habe nichts mehr. Nichts mehr? Ich habe noch was. Das gibt's doch gar nicht, wollte ich gerade sagen. Natürlich, entschuldige bitte. Ja. Ich habe natürlich noch was. Und zwar habe ich einen Fakt des Tages. Na, was denn? Na klar. Und zwar geht es hier um Haie. Um Haie? Und zwar Haie gibt es schon länger auf der Welt, als es Bäume gibt. Was? Haie gibt es länger, als es Bäume gibt? Ja. Es gibt schon länger Haie als Bäume auf der Welt. Ja, damit können wir doch jetzt mal schwanger gehen mit dem Gedanken. Heute 5. Oktober, morgen am 6. Oktober sehen wir uns wieder. Mhm. Und da gibt es wieder ganz viele neue Informationen für deine tägliche Dosis Angeberwissen. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Schalte wieder ein. Mach's gut.